Futsal ist Hallenfußball, eine Variante jedoch, die in manchen Dingen vom klassischen Fußball in Sporthallen abweicht. Es spielen immer noch zwei Teams gegeneinander und das Runde muss nach wie vor ins Eckige. Aber es gibt Unterschiede. Zum Beispiel der Ball, der ist kleiner, hat relativ wenig Druck und ist sprungreduziert. Es wird auf Handballtore gespielt. Das Feld ist durch Linien begrenzt, nicht durch Banden. Das verlangt eine gute Technik. Obendrein werden Foulspiele schneller geahndet. Körperkontakt ja, Grätschen grundsätzlich nein. Futsal kann echt Spaß machen, aber so wirklich euphorisch sind die Vereine im Rheinland nicht. Der Verband hatte einst festgelegt, so wünschte es sich auch der DFB, dass Hallenmeisterschaften alle nach Futsalregeln ausgespielt werden. Die Freude bei den Vereinen ist so groß, dass immer öfter qualifizierte Teams gar nicht erst antreten. Auf Kreisebene ganze Runden wegfallen, weil zu wenig interessierte Mannschaften da sind. In Kirchberg im Hunsrück fanden jetzt die Futsal-Rheinland-Meisterschaften statt. Auch hier fehlten qualifizierte Mannschaften. In einem Fall kam die Absage nur Stunden vor Turnierbeginn. Ein Testspiel unter freiem Himmel ist nicht selten wichtiger als eine Rheinland-Meisterschaft. Eine schwierige Entwicklung. Denn es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen an den Futsal. Ein Beispiel, die Spielvereinigung Lauzert-Oberdreis, Kreisliga A, Westerwald-Sieg. Also wir haben 3-4 Wochen im Training, haben wir den Futsal rausgeholt und dann nach den Regeln gespielt. Ein paar Mal mit dem Futsal trainiert, bei den Rheinland-Meisterschaften den Sprung ins Finale geschafft. Lauzert-Oberdreis könnte damit in diesem Jahr noch den DFB-Futsal-Cup gewinnen und deutscher Meister werden. Denn die beiden besten Teams aus dem Rheinland fahren zur Regionalmeisterschaft Südwest nach Namborn an der Saar. Wer dort gewinnt, steht im Viertelfinale um den Futsal-Cup, der bundesweit ausgespielt wird. Die Vorfreude über die lange Auswärtsfahrt zur Regionalmeisterschaft ist riesig. Ja, klar. Wir haben sind wir natürlich schon in der Vorbereitung für draußen. Aber wir werden natürlich antreten. Das ist natürlich für uns eine Riesenstrecke, aber wir werden gerne teilnehmen. Ja. Frank Wohlert formuliert diplomatisch, an jeder darf selbst zwischen den Zeilen lesen. Denn, auch das ist klar, natürlich kann Lauzert-Oberdreist praktisch nicht deutscher Meister werden. Dafür gibt es zu viele Teams, die mehrfach die Woche Futsal trainieren und sich auch nur auf diese Form des Hallenfußballs konzentrieren. Da wird Fußball gespielt wie auf einem Schachbrett. Der TuS Kirchberg, Finalgegner von Lauzert-Oberdreist, kennt das. Rheinlandmeister in der Vorsaison, dann Regionalmeister Südwest, anschließend Viertelfinale bei Holzpfostenschwerte, eine Hochburg im deutschen Futsal. Wiederholung erwünscht. Ja, ich glaube, das ist unser großes Ziel. Wir hatten letztes Jahr eine so tolle Reise nach Schwerte. Es war für die Mannschaft einfach ein Riesenerlebnis. Da würden wir gerne nochmal hin. Man müsste jetzt gucken, welche Mannschaften dort auflaufen, wie hoch das Niveau ist und ob wir eine Chance haben zu verteidigen. Wir werden alles versuchen. Die Rheinlandmeisterschaft in Kirchberg lockte 250 Zuschauer an. Das war gut. Was sie nicht anlockte, die besten Teams der Region. Oberligist Karbach schickte eine zweite Mannschaft und schied in der Vorrunde aus. Andere Teams wie TuS Koblenz waren gar nicht erst dabei. Unbestritten, gegen den Bezirksligisten Kirchberg, der regelmäßig Futsal trainiert im Winter, hätten auch die höherklassigen Teams Probleme. Das Grundniveau der Meisterschaften wäre dennoch ein höheres mit den besten Teams der Region. Wir sind natürlich verwöhnt durch unser Masters, weil die überkreislichen Mannschaften mit dabei sind. Das Niveau ist natürlich nicht so hoch wie bei unserem eigenen Turnier. Ich denke schon, dass sich die Mannschaften, die sich auf das Futsal auch konzentriert haben, letztendlich auch durchgesetzt haben. Der TuS Kirchberg holte sich am Ende die Futsal-Rheinland-Meisterschaft mit einem knappen Sieg nach 6-Meter-Schießen. Das hatte man unter der Woche noch explizit trainiert, ein cleverer Schachzug der Gastgeber. Kirchberg wird sich in 2 Wochen aufmachen, um in Namborn an der Saar erneut auf Lauzert-Oberdreis zu treffen. Natürlich, wenn man in so einem Turnier teilnimmt, dann will man natürlich auch gewinnen, ganz klar. Muss jetzt abwarten, was für Gegner da auf uns warten. Wir haben heute im Finale einen starken Gegner gesehen. Also von daher, auch da wird es natürlich eine ganz, ganz enge Geschichte, aber wir werden da hinfahren, um das Ding zu gewinnen. Im Rheinland will man sich derweil Gedanken machen über das Konzept der Titelkämpfe. Wenn Vereine freiwillig auf solche Meisterschaften verzichten, läuft definitiv etwas nicht nach Plan. Apropos Plan, wenn Kirchberg die Regionalmeisterschaft gewinnt, muss sich der FC Pleit darauf einstellen, sein Heimspiel gegen die Hunsrücker am 20. März zu verlegen. An diesem Wochenende steigt das Viertelfinale im DFB-Futsal-Cup. Es wäre ein Luxusproblem für den Futsal auf dem Weg hin zu mehr Akzeptanz.